Und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Online-Just-for-Fun-Projekt, so à la Fortnite. Players Unknown Battle Ground. Ich habe keine Ahnung, wie dieses Spiel ist. Es soll wie Fortnite sein, nur leicht realistischer. Oh, wir dürfen uns erstmal einen Charakter erstellen. Männlich oder weiblich? Ach komm, ich möchte in PUBG eine Frau spielen. Einfach so, die kriegen wir Items geschenkt. So, wie wollen wir denn vom Gesicht her aussehen? So. Oh ja, die sieht böse aus. Jetzt nehmen wir Haare. Pferdeschwanz, so. Ah ja, Afro-Samurai. Style. Nee, wir nehmen so einen Sidecut. Aber in schwarz, weil wir sind böse. So, was kann man später noch machen? Season 8 schon? Ach du Arzt, das nicht. Ich hab keine Ahnung, okay, normales Match würde ich mal sagen, oder? Anpassen können wir anpassen. Jetzt tragen wir auf einmal einen BH. Jetzt möchte ich mich aber schon. Ach, okay. Den Battle Pass. Aha, mit Battle Pass bekommen wir die unteren Sachen. Und mit dem anderen kriegen wir die oberen Sachen. Blauer Gutschein, oh, für den Survivor Pass. Okay. Battle Points. Ja, auch wieder so Kosmetik-Sachen, die gibt es nur à la Fortnite-Style. Naja. Ich will ja einfach nur ein ganz normales Match spielen. Ich habe keine Ahnung, wie dieses Spiel funktioniert. Also ich muss gedrückt halten. Crossplay unterstützt. Crossplay, schnelles Matchmaking, bilden Sie eine Passung, Crossplay, einschränken, indexen. Ah, okay. Nein, wir lassen. Ich weiß nur, es ist wie Fortnite, nur anders. So realistischer. Also für mich auf jeden Fall blind. Im Camp Jackal dann immer zu spät. Hühnchen, Dinner, Trainingsmodus, Schießgenauigkeit, Fahrkönnen, sogar den Fallschirmabsprung. What? Ich glaube, ich hätte mal lieber ins Trainingmodus reingehen sollen. Ja, ich habe von PUBG absolut keine Peilung. Und ihr könnt auch gerne reinschreiben in die Kommentare, dass ich ein Noob bin. Das stimmt auch, weil... Okay, wer redet da? Guten Tag, hi. Weil... War das nicht, was war das denn? Oh, ah, man kann auch in die Ego-Sicht umschalten, okay. Ich habe absolut keine Peilung, was ich hier tue. Die 62 Leute sind noch am Leben. Ja. Ich steige aus. Wiedersehen. Kann ich eigentlich auch sterben, wenn... Nein, okay. Ich kann nicht einfach so sterben. Super, ich bin schon halb tot und bin ich mal richtig gelandet. Ah, halt doch ein Jabbel. Einfach mal nachladen. Wir nehmen das alles mal mit. Okay, wie wechselt man Waffen? Ah, okay, so. Nachladen.
Oh, da war ein Helm. Hey, seit wann dürfen Kinder dieses Spiel spielen? Okay, der Spielbereich verkleinert sich in einer Minute. Das heißt, ich sollte mich... Ich laufe hier voll in die falsche Richtung. Wieso dürfen Kinder dieses Spiel spielen? Oh, in 40 Sekunden verkleinert sich der Spielbereich. Ich muss zusehen, dass ich ganz schnell hier wegkomme. Ich glaube, der eine ist schon tot. Hab absolut keine Ahnung. Doch, kriegen wir hin. Wir sind ja schon gleich da. Ich erklimme den Berg, aber größtwahrscheinlich... Oh, da ist ein Bunker. Ey, da will ich mal rein. Nur mal gucken, was da drin ist. Ja, auf Granate. Oh, kann mal einer das Kind abschalten? Das ist schrecklich. Wieso dürfen Kinder Online-Ballerspiele spielen? Das verstehe ich nicht. Hier sind noch 39 Leute am Leben und ich habe noch mir so kein einziger über den Weg gelaufen. Ich verstehe es nicht. Okay, hier wird auf jeden Fall irgendwie gefightet. Ping 30 Millisekunden. Hä, wieso steht das da oben alles? Das irritiert mich. Boah, bla, halt's Maul. Sondern wie du sollte das gar nicht spielen. Geh nach Fortnite. Wo? Ich weiß nicht mal von wo. Ich bin tot und weiß nicht von wo. Ich habe absolut keine Ahnung, was ich hier gerade tue. Auch geil, der... Oh, da campt wieder einer. War schlecht. Steht einfach wie bei Fortnite, aber mit einem Sturm und tut praktisch gar nichts. Ich weiß gar nicht, was es da, wofür es die Erfahrungspunkte gibt. Ich habe auch so keine Ahnung. Weil irgendwie muss ich doch im Rang aufsteigen oder kriege ich das nur durch Kills? Also ich muss erst noch warm werden mit dem Spiel, bin ich ganz ehrlich mit. Aber wer weiß, bisher macht mir Fortnite mehr Spaß. Weil irgendwie kriege ich keine Erfahrungspunkte. Ich will aber Solo spielen. Solo zufällige Map starten bitte. Ich habe Battle Points 171. Ich weiß nicht, ob mir das jetzt hilft. Also, Level-Check. Ich meine, die Wallpaper sind cool.